Vergeben ist etwas, das kann ich nur für mich selbst machen. Ich kann immer wieder vergeben und ich kann meine Partnerin um Vergebung bitten, aber ich kann es nicht einfordern. Gerade in Situationen, wo man zum Beispiel nicht mehr beten kann, ist es gut, ein Vaterunser zu haben oder einfach nur zum Beispiel zu sagen, oh Jesus, bitte hilf mir. Manchmal werde ich gefragt, ob ich die Zeit zurückdrehen würde, wenn ich könnte. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, nein. Denn dann hätte ich Sammy heute nicht. Hier ist ERF Yes, das Talkback. Schön, dass ihr da seid. Heute meine Gäste sind ein Mann, der Beziehungstipps gibt mit einem Regenschirm, eine Frau, die durch einen Unfall ihren Sohn verloren hat und eine Frau, die betet, weil sie sagt, das bringt's. Herzlich willkommen. Hallo auch an euch. Schön, dass ihr da seid, ihr drei. Eine wunderbare Runde, sehr unterschiedliche Themen auch. Ich stelle mal gerade kurz vor, mit wem wir es zu tun haben. Marzia Plichter, du bist bei mir. Du bist Künstlerin, Sprecherin, Musikerin, du singst, ne? Moderatorin bist du auch. Mhm. Aber du hast auch eine sehr persönliche Geschichte. Vor ein paar Jahren ist dein Sohn verstorben durch einen Autounfall. Ein Bahnübergang, der nicht beschrankt war. Ne? Wie lange ist das her? Wann war das? 7 Jahre. 7 Jahre ist das jetzt her. Wir werden darüber sprechen. Ja, gleich. Und dann ist bei mir Sabine Rüdiger. Sabine, du bist auch Autorin, du bist Singer-Songwriterin, Musikerin und du hast das Buch geschrieben. Moment, jetzt muss ich es mal gerade mal suchen. Lass mal beten. Und ich finde, das hat so einen schönen Untertitel. Einfach weiß, was bringt. Na, also da ist auch Gesprächsbedarf, würde ich mal sagen. Ja. Und dann ist bei mir Marc Barrett. Marc, du bist arbeitest Campus für Christus, ist das, ne? Genau. Und zwar Family Life in der Schweiz. Ihr möchtet Beziehungen, so steht das da, in jeder Lebensphase stärken. So, du bist selbst in einer Beziehung, bist verheiratet, hast 3 Kinder und hast ein Buch geschrieben, auch wieder hier, Beziehungsstark heißt das. Ja, also du bist Beziehungsprofi sozusagen. Und da bleiben wir gleich mal dabei. 5 Minuten für eine richtig gute Partnerschaft, habe ich gedacht, das klingt super, 5 Minuten und es läuft. Ist das so? Ja, das ist mal ein Anfang. 5 Minuten ist mehr okay. Als nichts, oder? Ich sehe schon, wir müssen das differenzierter betrachten. Ob das dann reicht, ja, das weiß ich nicht. Was ist denn eine gute Partnerschaft? Ja, das ist eine gute Frage, weil das hat sich tatsächlich auch im Laufe der Zeit massiv verändert. Okay. Vor wenigen Jahrzehnten standen noch wirtschaftliche Gründe im Vordergrund. Also zuerst musste ich einen Partner, eine Partnerin finden, die mir hilft zu überleben. Also das war das Kriterium. Und dann erst so Mitte letztes Jahrhundert kam die Liebe dazu und wurde dann immer wichtiger. Und irgendwann wurde es klar, die Liebe, das ist jetzt wichtiger als wirtschaftliche Gründe. Das kannte man früher nur so aus der Literatur. Aber im praktischen Leben spielt das praktisch keine Rolle. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren nochmals stark gewandelt. Zu der Liebe kamen noch ganz andere Ansprüche, mehr so Richtung Glück, Selbstverwirklichung. Also meine Partnerin muss mich glücklich machen. Meine Partnerin muss mir auf meinem Weg, mich selbst zu finden, helfen. Meine Partnerin muss meine Seelenverwandte, mein Soulmate sein. Wir müssen auch spirituell irgendwie zusammenpassen. Und also ich dir so zuhören, habe ich so das Gefühl, wir überfrachten das ein bisschen, ja, oder? Genau, das Gefühl habe ich auch. Aha. Die Ansprüche an die Partnerschaft sind riesig. Also das ist total gestiegen. Und gleichzeitig sind unsere Investitionen in die Partnerschaft, die haben sich nicht, sagen wir mal, gelinde gesagt, nicht parallel dazu entwickelt. Sag mal, 5 Minuten sind schon manchmal schwierig. Genau, so ist es. Aha. Und das führt natürlich zu einer großen Diskrepanz. Okay, dann fangen wir mal bei der Kommunikation an. Sagt man ja immer so schön, das ist wichtig. Du hast hier so ein schönes Bild mit einem Knirps. Ne? Was ist denn der Kommunikationsknirps? Sag mal. Ja, ich habe mir vor einigen Jahren vorgenommen, nie mehr einen Regenschirm zu kaufen, weil Regenschirme sind... Also, das, schau, da hast du einen riesen Regenschirm und du hast ihn immer dabei, wenn es schönes Wetter ist. Und wenn es dann mal regnet, dann hast du ihn bestimmt nicht dabei. Das stimmt. Das ist so mein Dilemma, deshalb habe ich keine Schirme mehr, nur noch Knirpse. Mhm. Und der Kommunikationsknirps ist das Gleiche. Wir haben ja viele Kommunikationsregeln. Oder wir sollen von uns reden, nicht du bist und nicht immer verwenden. Und auch ganz, ganz viele solche Regeln. Das Problem ist, das sind Schönwetterregeln. Mhm. Die
solange alles ruhig und entspannt ist, haben wir die und können wir die anwenden. Wenn es aber emotional wird, wenn es wirklich wichtig wäre, dann sind sie wie weggeblasen. Ich kann die nicht mehr abrufen. Und deshalb habe ich mir so einen Kommunikationsknirps zugetan. Und das ist eine Regel und die brauche ich, die behalte ich und alle anderen sind mir nicht so wichtig. So, und die geht? Die geht so, dass ich Vorwürfe, ich habe dann Vorwürfe meiner Frau gegenüber, die Vorwürfe, die möchte ich umformulieren und zwar in Befürchtungen und Wünsche. Hinter jedem Vorwurf steckt eine Befürchtung oder ein Wunsch. Und wenn ich die umformuliere, dann können wir zusammen ins Gespräch kommen. Wenn ich also sage, beispielsweise, du gibst immer zu viel Geld aus, dann muss ja meine Frau, die muss reagieren, sie wird ja angegriffen, sie muss sich verteidigen. Normalerweise verteidigt sie sich nicht nur, sondern sie startet sogar einen Gegenangriff. So kommen wir nicht ins Gespräch, das ist nicht konstruktiv. Wenn ich dagegen den Wunsch, der hinter meinem Vorwurf steckt, wenn ich den formulieren kann, beispielsweise, ich würde mir wünschen, wir könnten Geld sparen, damit wir nächsten Sommer nach Südfrankreich in die Ferien gehen können. Okay, dann klingt das ist ganz anders. Dann kommen wir ins Gespräch. Dann starte ich nicht mit diesem Vorwurf. Oder ich kann auch, vielleicht ist es auch eine Befürchtung, die dahinter steht. Ich habe die Befürchtung, dass uns das Geld ausgehen könnte. Mhm. Und dann spreche ich von mir und sage, schau, ich fürchte, wir haben zu wenig Geld und es geht das Geld weg. Kannst du mir helfen in dieser Befürchtung? Und dann sind wir ganz an einem anderen Punkt, als wenn ich mit dieser Vorwurf reingehe. Mhm. Und das ist der Kommunikationsknirps. Okay, den kann ich aber nicht nur in der Partnerschaft anwenden, habe ich so das Gefühl, ne? So an sich in der Kommunikation. Auf jeden Fall, ja, genau. Als ich dein Buch gelesen habe, ist mir manches bekannt vorgekommen. Dann kam ich zu diesem Imago-Dialog. Das fand ich dann ganz interessant. Klingt erstmal total theoretisch, dachte ich, okay. Ich-Botschaft steckt da drin, ausreden lassen und so, alles Sachen, die mir bekannt waren. Aber eine Sache, die fand ich dann doch ganz interessant, weil ich gemerkt habe, ja, selbst in, ja, ich versuche es ja dann auch, ich bei mir bleiben und so, aber irgendwie entschärft das den Konflikt doch noch nicht. Die Emotionen sind doch noch da und ich bin noch so ein bisschen im Kampfmodus. Wie kann ich das verändern, umswitchen in so einen, ja, ich sag mal, Verständnismodus? Das ist, steckt da drin, glaube ich, in diesem Imago-Dialog. Wie geht das? Ich glaube, das ist die große Kunst. Wenn uns das gelingt, dann lösen sich ganz viele Partnerschaftsprobleme auf. Wenn wir es schaffen, nicht in diesen Kampfmodus zu verharren, sondern wirklich in diesen Verständnismodus zu gehen. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, dass wir begreifen müssen, jemanden zu verstehen, heißt nicht, mit dieser Person einverstanden zu sein. Okay. Das ist ein Unterschied. Mhm. Also ich bin mit vielem der Wahrnehmung von meiner Frau bin ich nicht einverstanden. Ich sehe es nicht gleich. Aber das ist auch gar nicht nötig. Was geschehen muss, ich muss sie verstehen können. Und zwar muss ich mich versuchen, in ihre Lage hineinzuversetzen. Mhm. Und dann kann ich das für gültig erklären, was sie mir sagt. Aus ihrer Sicht, so wie sie aufgewachsen ist, so wie sie gestrickt ist, macht das Sinn, ihre Wahrnehmung? Macht das Sinn, dass sie so empfindet? Mhm. Und das muss ich für gültig erklären können. Das ist eigentlich der, ja, der Knackpunkt, der Kernpunkt dieses Imago-Dialogs. Dass ich, wie mache ich das? Dass ich nicht von mir ausgehe und sage, ja, für mich ist das völlig irrational. Das kommt ja gar nicht darauf an. Sondern dass ich versuche, den Hintergrund zu verstehen, den meine Frau mitbringt. Sie ist ja ganz anders als ich. Und aus ihrer Sicht sind ihre Gefühle nicht irgendwie komisch oder idiotisch oder irrational, sondern aus ihrer Sicht macht es doch Sinn, dass sie so empfindet. Okay. Und wenn ich das so sagen kann und sagen kann, ah ja, ich kann mir vorstellen, mit dem, was ich über dich weiß, wie du tickst, was für dich schwierige Sachen sind, kann ich mir vorstellen, wie du dich fühlst, wie das für dich ist. Ich selbst würde es ganz anders empfinden. Ich finde es nicht so schlimm oder was auch immer, aber das ist gar nicht das Thema. Und ich sage dann praktisch, okay, so wie du mir das jetzt erklärst, kann ich es nachvollziehen, ne? Genau. Oder so. Genau. Und aber ich muss es auch aussprechen, dass der andere es kapiert oder merkt, ich verstehe ihn? Oder? Zuerst, also der erste Schritt beim Imago-Dialog ist, ich wiederhole, ich spiegle in meinen eigenen Worten, was ich verstanden habe. Und dann frage ich zurück, stimmt das oder gibt es noch mehr dazu, was du sagen möchtest? Und dann das Zweite ist, das für gültig erklären und sagen, ja, das
Doch, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich dich wäre, aus deiner Warte heraus, macht das absolut Sinn. Ja. Das ist klar, dass du so empfindest. Und dann als dritter Schritt ist das Einfühlen oder das Mitfühlen. Und dann geht es um die Gefühle. Und dann frage ich nach und sage, ich kann mir vorstellen, dass dich das wütend macht oder traurig macht. Stimmt das? Und dann so geschieht dann eigentlich diese Herzensverbindung. Okay. Und das ist eigentlich das Entscheidende in der Kommunikation. Das hört sich auch ein bisschen gestelzt an, oder? Macht man das? Sich dann so hinsetzen und dann spiegeln und es genauso nochmal sagen? Oder muss man das üben? Oder wie ist das? Ich glaube, das kann man üben, ja. Mhm. Das ist am Anfang ein bisschen hölzern, das ist ein bisschen... Aber mit der Zeit wird es wie eine zweite Haut, das ist wie normal. Und das ist ja nicht nur in der Partnerschaft, das ist auch etwas, so versuche ich ja mit anderen Personen auch im Gespräch zu sein. Mhm. Dass ich wirklich versuche, zuzuhören und nicht zuzuhören aus meiner Sicht, sondern zuzuhören aus der Sicht der anderen Person und so zu verstehen. Mhm. Ich habe eine Frage. Wie reagiert man denn, wenn man merkt, dass man allein auf weiter Flur ist? Also wenn ich genau so kommuniziere und aus meiner Perspektive es versuche, meinem Gegenüber zu vermitteln und dabei merke, der springt da gar nicht drauf an. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich starte, mit die andere Person zu verstehen, dass dann häufig, nicht immer, aber häufig, dann das auch zurückkommt. Also wenn sich die andere Person total verstanden fühlt, dann ist die Chance viel, viel höher, dass sie mich auch verstehen will. Also jetzt spreche ich auch beispielsweise vom geschäftlichen Kontext. Mhm. Wenn ich in einer Verhandlung bin mit einer anderen Partei und ich verstehe wirklich die Position des anderen und ich interessiere mich für sie und ich versuche und ich frage nach und bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich sie wirklich verstanden. Und dann frage ich nochmals, ist das wirklich das, was dein Bedürfnis ist, was dahinter, hinter deiner Position steckt? Dann kommt dann häufig dann auch entgegen, sie interessieren sich auch für das, was ich möchte und was ich eigentlich denke und weshalb ich das so denke. Aber es stimmt natürlich, es gibt keine Garantie dafür, es erhöht aber einfach die Chance. Und das setzt ja auch voraus, dass der andere genauso kommuniziert. Also was ist denn umgekehrt, wenn ich also dem anderen vermittle, das, was du eben gerade sagtest, was man eigentlich als Vorwürfe jemandem so an den Kopf schmeißt, das aber umformuliere in meine Wünsche und meine Befürchtungen oder meine Ängste und es dem anderen so weitergebe und ihm sage, das würde ich mir wünschen, so geht es mir und der nimmt das überhaupt nicht auf. Also er geht überhaupt nicht auf deine Wünsche ein? Genau, er geht nicht darauf ein, aber er sagt mir auch nicht, was er möchte oder wünscht. Also es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, er geht nicht auf das ein und das andere ist, er zeigt sich selbst nicht. Genau, er gibt mir gar nicht die Chance, quasi das genau zu tun, was du gerade die ganze Zeit gesagt hast, was eigentlich gut funktioniert. Ja. Etwas, das meine Frau und ich momentan in unserer eher herausfordernden, stressigen Familiensituation mit drei kleinen Kindern häufig machen, ist das wesentliche Zwiegespräch. Und das ist tatsächlich, das gibt so einen sicheren Rahmen, wo ich einfach mich öffnen kann. Mhm. Es funktioniert so, dass wir beide eine festgelegte Zeit haben, um zu sprechen. Also beispielsweise 10 Minuten oder 15 Minuten. Und dann machen wir ab, wer beginnt? Beginnt beispielsweise meine Frau. Sie hat 15 Minuten Zeit, oder also sagen wir 10 Minuten. Sie hat 10 Minuten Zeit und dann spricht sie und erzählt, was sie beschäftigt, was für sie, sie vielleicht auch belastet. So nach 5 Minuten ist sie fertig. Da hat sie ausgesprochen, da weiß sie nichts mehr. Und dann sind wir aber einfach ruhig und warten, bis die 10 Minuten vorbei sind. Und meistens ist es dann so, dass nach 8 Minuten kommt ja nochmals etwas in den Sinn. Ja, wir brauchen ja diese Zeit, um das wirklich zu fühlen. Also ich brauche das, ich weiß doch nicht, wie es mir geht. Ich muss doch das irgendwie auch zuerst überlegen. Und das, was dann kommt, das ist dann eigentlich das Entscheidende. Und nach 10 Minuten tauschen wir die Rollen, machen wir genau das Gleiche wieder. Und dann vereinbaren wir eine Zeit, oder das gehört zu diesem wesentlichen Zwiegespräch, dass wir danach ein oder zwei Tage gar nicht mehr über dieses Thema, über diese Themen sprechen. Also auch ich, der als Zweiter spricht, ich gehe nicht auf das ein, was meine Frau gesagt hat. Ich mache einfach weiter und erzähle einfach von mir. Und das gibt einen sicheren Rahmen. Da muss ich nicht Angst haben, dass meine Frau dann gerade auf das reagiert, was ich gesagt habe. Sondern es gibt einfach einen Rahmen, wo ich erzählen kann, wie es mir geht, ohne dass ich diese Konfrontation befürchten muss. Und das ist etwas, das wenden wir wirklich persönlich häufig an in unserer Partnerschaft und das hilft uns sehr.
setzt alles irgendwie auch voraus, dass man diesen Konflikt lösen möchte, glaube ich, ne? Dass beide Parteien das möchten. Aber müssen denn alle Konflikte tatsächlich gelöst werden? Oder gibt es auch nicht Dinge, wo man sagt, so, das, weiß nicht, damit müssen wir jetzt leben? Es können nicht alle Konflikte gelöst werden. Ja. Sogar ich würde sagen, eine Mehrheit. John Gottman, das ist ein ganz berühmter Paarforscher, hat das mal untersucht und er hat herausgefunden, dass über 50% der Paarprobleme, indem sie nicht gelöst werden können, weil sie einfach so mit unserer unterschiedlichen Persönlichkeit zu tun haben. Mhm. Was wir aber lernen können, ist, diese Probleme zu managen. Okay. Also beispielsweise meine Frau und ich, wir haben ein wiederkehrendes Thema bei uns ist, wie viel Zeit verbringen wir alleine und wie viel Zeit verbringen wir getrennt. Da haben wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist ein Problem, das haben wir früh gemerkt, das werden wir nicht lösen können. Aber wir werden besser lernen, damit umzugehen. Ich glaube, das ist bei vielen Konflikten ist das das eigentliche Ziel. Und wir werden die nie ganz lösen können. Schön fand ich auch dieses eine Zitat, das möchte ich doch noch mit reinbringen. Moment, das steht auf der anderen Karte. Zeit heilt keine Wunden, Vergebung schon. Finde ich in dem Zusammenhang auch ganz schön. Was meinst du damit? Ja, das sagt man ja, Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt in dem Sinn nicht. Das ist, ja, es kann sein, dass es ein bisschen weniger schmerzhaft wird, das stimmt. Aber geheilt wird es nicht einfach, wenn Zeit verstreicht. Und da Vergebung ist tatsächlich ein Schlüssel. Ich glaube, das müssen wir lernen, das müssen wir immer wieder. Ich meine, in jeder Partnerschaft, in der man sich nahe kommt, wird man sich auch verletzen. Das ist die Natur von engen Beziehungen. Das heißt, es wird Verletzungen geben. Und wenn ich aber weitergehen möchte, braucht es immer wieder die Bereitschaft zu vergeben. Und vergeben ist ja etwas, das kann ich nicht vom anderen einfordern. Sondern vergeben ist etwas, das kann ich nur für mich selbst machen. Ich kann immer wieder vergeben und ich kann meine Partnerin um Vergebung bitten, aber ich kann es nicht einfordern. Das braucht ja dann manchmal schon ein bisschen Zeit, bis jemand wirklich diesen Prozess machen kann. Und das kann ich ja nicht erzwingen. Dankeschön. Erstmal hierher. Ich denke, Vergebung wird vielleicht auch nochmal ein Thema sein, weiß ich nicht. Marzia, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ich habe es schon eingangs gesagt, du hattest einen Unfall und hast da deinen Sohn verloren. Gehen wir mal rein in diese Situation. Wie hast du diesen Unfall erlebt? Was ist passiert? Wir haben ein Wochenende oder eigentlich einen Bauernhofurlaub mit meinen Eltern gemacht. Und mein damals noch Mann ist übers Wochenende mitgekommen und musste aber Montagmorgen ganz früh los, weil er einen neuen Job hatte und keinen Urlaub genommen hat in der Probezeit. Und wir haben dann einen Tagesausflug gemacht. Das Ganze war auf der Insel Eiderstedt in Nordfriesland. Und wir haben einen Tagesausflug nach St. Peter-Ording gemacht. Mhm. Und auf dem Rückweg sind wir, ja, das war nicht weit vor dem Bauernhof, wo wir hin wollten, über einen nicht technisch nicht gesicherten Bahnübergang gefahren, den bis dahin keiner von uns Fünfen im Auto wahrgenommen hat. Also das heißt, mein Vater ist gefahren. Meine Mutter saß hinten, ich saß hinten, meine kleine Tochter Elena, die war knapp 2. Und mein Sohn Matteo saß vorne. In anderer Konstellation hätten wir nicht in diesen Audi A4 gepasst, also musste Matteo nach vorne. Und keiner von uns hat bis dahin diesen Bahnübergang wahrgenommen. Und dann kam ein Zug und hat unser Auto erfasst auf dem Bahnübergang und hat uns mitgeschliffen, 50 Meter und über Kopf in einen Graben geworfen. Das Auto war völlig zerstört, also es ist wirklich furchtbar. Bild haben wir hier, ne? Hast du ein Bild mitgebracht? Genau. Alle waren bewusstlos, bis auf Elena. Das können wir aber nicht rausfinden, weil sie halt knapp 2 war und noch nicht wirklich kommunizieren konnte. Ich bin dann als Nächste wieder wach geworden, habe sie in der Ferne weinen hören. Dann waren Rettungshubschrauber da, meine Eltern in 2 verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die waren beide bewusstlos, auch noch länger. Wir waren alle schwerst verletzt, bis auf Elena, die nur einen Kratzer und einen blauen Flecken hatte. Und sind dann in 3 verschiedene Krankenhäuser gekommen. Und ich hatte Gott sei Dank auch wirklich nur gebrochene Hüfte, gebrochenes Becken und ein paar gebrochene Rippen. Also nichts, Wirbelsäule oder so. Ja. Oder auch ein schweres Schädel-Hirntrauma wie mein Vater, den die Ärzte wirklich lange Zeit für verloren erklärt haben. Also da wusste keiner, wenn er überhaupt das schafft und wieder aufwacht, ob er überhaupt
nicht schwerst behindert sein wird. Mhm. Und wie durch ein Wunder, das sagen die Ärzte selber, wie durch ein Wunder hat er kaum Schäden davon getragen. Also er hat ein Augenlicht verloren und eine Niere. Ansonsten sind es alles körperliche und seelische Narben, die er zurückbehalten hat. Mhm. Ja. Wir können mal das Auto angucken. Also als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, muss ich sagen, dass überhaupt jemand da lebend rausgekommen ist, oder? Ja. Ist ja Wahnsinn. Das habe ich im Nachhinein auch gedacht, ja. Wie hast du dann erfahren, dass dein Sohn tot ist? Hast du das gleich registriert, dass er nicht mehr lebt? Oder ich habe ihn gefragt. Also ich hörte Elena weinen und die wurde dann auch relativ schnell, als ich rausgeholt wurde, zu mir gebracht, dass sie wenigstens meine Hand halten durfte. Was anderes ging nicht, weil keiner wusste, ob ich Wirbelsäulenverletzungen habe und hätte passieren können, wenn sie sich auf mich kuschelt, dass dann eine falsche Bewegung vielleicht zu einer Querschnittslähmung oder so führt. Das heißt, Elena hatte ich neben mir und ich habe dann immer wieder gefragt, wo ist Matteo, was ist mit meinem Sohn, hat ihn jemand gesehen? Keiner hat mir geantwortet. Alle haben sich erstmal um das Nötigste gekümmert und ich bin dann in den Krankenwagen transportiert worden und mit dem Krankenwagen nach Heide ins Krankenhaus. Und auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich auch immer wieder gefragt, Entschuldigung, kann mir bitte irgendjemand sagen, was mit meinem Sohn ist? Ich möchte wissen, was mit meinem Sohn ist, wo ist der? Und nach mehrmaligem Nachfragen hat dann jemand so nebenbei, einer der Ersthelfer, nebenbei, der hat eine Spritze aufgezogen oder irgendwas. Und es war dann in so einem Nebensatz, ach, das war ein Junge? Ich dachte, das wäre ein Mädchen mit den langen Haaren. Nee, der war schon tot, als wir zum Unfallort kamen. Und da war ich erstmal, da war ich so geschockt, dass ich angefangen habe zu schreien, einfach aus Affekt. Und dann bekam ich aber sofort spitz, dass meine Tochter neben mir mit ihren knapp zwei auch sofort diese Panik adaptiert hat. Und ich habe mich sofort zurückgenommen und habe nur noch geatmet, habe aufgehört zu schreien, habe geatmet und habe immer nur vor mir her gesagt, das ist nicht wahr, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, das ist nicht wahr, das kann nicht sein. Das war wie so ein Mantra, was ich mir die ganze Zeit gesagt habe, um es irgendwie selber erstmal reintröpfeln zu lassen in diese Realität, was da passiert ist. Es fühlte sich mehr oder weniger alles an wie im Film. Also es war wirklich Autopilot und also es war denkbar ungünstig, wie man es mir quasi mitgeteilt hat. Und dein Mann, der war ja gar nicht dabei, das heißt, irgendjemand musste ihm das ja auch sagen. Warst du das oder wie ja, lief das dann ab? Es war furchtbar, also insgesamt im Rückblick war es wirklich furchtbar. Ich bin dann ins Krankenhaus, wurde durchgecheckt und nach allen Untersuchungen, die gemacht wurden, der Unfall passierte kurz vor 5. Und um 7 war ich auf dem Zimmer und mir wurde eine Seelsorgerin zur Seite gestellt. Und dann durfte Elena auch endlich auf mich drauf und ist sofort total erschöpft eingeschlafen. Und ich habe dann zu der Seelsorgerin gesagt, ich muss jetzt meinen Mann anrufen, er muss uns Klamotten bringen. Wir haben nichts, gar nichts, es war alles im Kofferraum. Nicht mal Schuhe, nicht mal Socken, nicht mal Unterwäsche, gar nichts. Ne? Es war alles weg. Er muss uns irgendwas bringen und ich muss ihm irgendwie beibringen, dass unser Sohn nicht mehr lebt. Wie mache ich das? Und dann hat sie mich angeguckt, ganz mitleidvoll, also sehr herzlich und sehr warm und hat gesagt, Sie schaffen das irgendwie. Sagen Sie ihm erstmal, dass er kommen soll und dann machen Sie das hier, das machen wir gemeinsam. Und so ist es dann auch gewesen. Ich habe ihn angerufen, ich hatte Glück, dass ich ihn gleich erreicht habe. Ich habe zu ihm gesagt, du musst Sachen packen und du musst nach Heide ins Krankenhaus kommen. Wir hatten einen Unfall. Und dann fragte er nur zurück, Scheiße, was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, erzähle ich dir dann, wenn du hier bist. Und dann fragte er, okay, Klamotten für alle. Und dann habe ich einmal geschluckt und habe überlegt und habe nur gesagt, bring für alle was mit. Weil ich konnte ihm nicht am Telefon das mitteilen. Und dann war das so diese halbe, dreiviertel Stunde warten, bis er zur Tür reinkommt. Also die ganze Zeit auf die Tür starren und warten, bis die Tür aufgeht. Und als er reinkam, war das wirklich, ich musste es loswerden. Ne? Also es war so wirklich, ich hatte das Gefühl, ich lüge ihn an, wenn ich es jetzt nicht als erstes sage. Und er kam rein und ich habe zu ihm gesagt, Andreas, Matteo hat es nicht geschafft. Matteo ist gestorben. Und dann guckte er mich an und er war, glaube ich, selber auch in so einem Autopiloten. Er sagt, er hat auf der Fahrt das Radio ausgemacht, als die Nachrichten anfingen. Einfach aus Intuition. Er hat einfach den Ausschalter gedrückt
weil tatsächlich auch in den Nachrichten durchgesagt wurde, dass es einen schweren Unfall gab und wobei ein 5-jähriger Junge gestorben sei. War also wirklich großes Glück. Und dann habe ich ihm das gesagt, ich habe gesagt, er ist tot, er ist nicht mehr da. Dann hat er im Autopiloten zu mir gesagt, das spielt jetzt keine Rolle, ihr seid da und euch geht's gut. Alles ist in Ordnung erstmal. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, hast du mir gerade nicht zugehört, bist du bescheuert? Dann habe ich gesagt, hast du mir zugehört? Matteo ist tot, er ist nicht mehr da, er hat es nicht geschafft. Und das war so, als wollte er mich erstmal beruhigen, dass er gesagt hat, ich habe es verstanden, ist okay. Mhm. Aber ihr seid noch da und das ist jetzt viel wichtiger. Mhm. Und das war so ein bisschen, what, wie bitte? Was geht denn da jetzt gerade ab? Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Und im Laufe der Zeit hat sich das total umgedreht. Also ich habe Trauer sehr offen ausgelebt und er konnte das nicht. Mhm. Und er hat sich dann immer mehr daran festgeklammert, dass Matteo nicht mehr da ist. Okay. Und aber dieser Satz, der hat sich bei mir so festgebrannt, mhm, wir sind noch da. Mhm. Sodass sich das komplett ins Gegenteil verkehrt hat. Würde für dich dann auch positiver besetzt, ja, ne? Genau. Wie hast du deine Trauer gelebt? Ich habe noch aus dem Krankenhaus nach 2 oder 3 Tagen eine Petition gestartet, weil ich mitbekommen habe über Social Media, über Facebook damals, dass solche Unfälle an nicht technisch beschrankten Bahnübergängen sehr oft passieren. Ich habe mir dann Statistiken hinzugezogen und ich habe eine Petition gestartet, ins Leben gerufen über change.org und habe Unterschriften gesammelt mit der Forderung für eine bessere Sicherung von technisch nicht beschrankten oder nicht gesicherten Bahnübergängen. Mhm. Technisch nicht gesichert heißt keine Ampel, kein Licht, keine Schranke, nichts, was irgendwie Technik erfordert, sprich also nur ein Andreaskreuz. Mhm. Und das hat keiner von uns Fünfen im Auto wahrgenommen. Ja. Niemand. Mhm. Niemand hat diesen Bahnübergang gesehen, niemand hat diesen Zug gesehen. Im letzten Moment habe ich den Zug gesehen. Ja. Ich habe ihn wirklich gesehen, vom Blick auf die Schafwiese nach vorne habe ich den Zug gesehen und habe nur noch gesagt, der Zug. Und dann war schwarz. Hast du deinem Vater jemals Vorwürfe gemacht? Ich meine, er war schuld, er ist gefahren. Nein, ich habe tatsächlich ihm, das klingt total abgefahren und alle Leute fragen mich immer, wie geht das? Ja. Nein, ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht. Warum? Weil ich mir sage, so bin ich groß geworden, wenn jemand Fehler macht, von denen du selber dich nicht freisprechen könntest, hast du kein Recht, ihn dafür zu verurteilen. Großer Satz, ja. Und mein Vater ist der sicherste Autofahrer, den ich immer kannte. Dem hätte ich den Papst anvertraut, wirklich. Und ich habe mir ganz schnell gesagt, wenn ihm das passieren kann, dann kann es jedem passieren. Also wenn ich ihm das Leben meines Sohnes anvertraue und dem passiert so ein Unfall, dann habe ich als allerletzte das Recht, ihn dafür zu verurteilen. Und auf der anderen Seite habe ich eben auch mir selber gesagt, weil mich auch immer wieder Leute gefragt haben, ja, warum hast du Gott nicht angeklagt dafür, dass er sowas zugelassen hat? Ja, hat Gott denn immer leiser werdende Züge und immer besser gedämmte Autos gebaut? Und hat Gott Bahnübergänge gebaut, die technisch nicht gesichert sind? Mhm. Nee. Also wieso sollte ich mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen, ey, du hast das zugelassen? Mhm. Nee, absolut nicht. Der hat das alles so nicht eingefädelt. Dann kann ich doch nicht zu ihm gehen und ihm die Schuld geben. Du bist gläubig. Hast du mit Gott das irgendwie besprochen? Hast du ihn erlebt irgendwie in dieser Zeit? Ja, ich habe ihn absolut erlebt. Hast du da ein Beispiel? Ich habe immer darauf gewartet, dass ich in so ein großes schwarzes Loch falle. Ja. Und ich bin nie in so ein großes schwarzes Loch gefallen. Mhm. Ich bin sprichwörtlich, auch so kitschig es klingt, nie tiefer gefallen als in seine Hände. Er hat mich so oft getragen durch diese Situation, durch diese Trauer durchgetragen. Ich konnte viel weinen, ich konnte das viel mit Erinnerungen, mit schönen Situationen durcharbeiten. Es war unheimlich schmerzhaft. Ich hatte immer Angst davor, Matteo zu vergessen. Ja. Ihn in meinem Leben zu vergessen, das, was ich mit ihm erlebt habe, zu vergessen. Heute weiß ich, dass das zum Prozess dazugehört, dass das alles in den Hintergrund rückt. Es ist nicht mehr das klare schwarze Bild, sondern es wird, oder das bunte Bild, sondern es wird verschwommener im Laufe der Zeit. Und wenn ich will, kann ich Sachen immer noch abrufen. Aber es ist alles nicht mehr so permanent sofort da, weil sonst wäre es nicht erträglich. Es wäre nicht erträglich. Und Gott hat mir da unheimlich durchgeholfen und hilft mir da auch heute noch durch.
Du hast auch ein Tattoo, ne? Das Richtig. Passt eigentlich dazu ganz gut. Magst du es mal zeigen? Ich habe eine Narbe von dem Unfall behalten, die man nicht wieder ganz wegmachen konnte. Und ich wollte nie in meinem Leben ein Tattoo haben. Aber ich wusste nach dem Unfall, ich möchte gerne ein Tattoo, um eine Erinnerung an ihn zu haben. Ja. Und Musik spielte schon immer einen ganz großen Faktor in meinem Leben. Also es war immer ein großer Teil als Musikerin, als Sängerin. Auch mit meinem Duo kann ich ganz toll einfach das in Musik verarbeiten. Und die Noten sind halt meine Kinder. Das Sternchen ist Matteo, die Sternchennote ist Matteo im Himmel. Die Note mit dem, mit dem Schweif ist meine Tochter Elena mit ihren unheimlich langen Haaren. Und da war der Sammy noch ganz klein, der Samuel, da hatte der noch kaum Haare. Und deswegen hat er quasi die dritte Note bekommen, die ohne Fähnchen war. Ja. Und so ist das Wichtigste in meinem Leben, also die Musik und meine Kinder jetzt an meinem Bein verewigt. Und es ist ein anderer Ansprechpunkt. Früher wurde ich immer darauf angesprochen, oh, du hast da so einen schlimmen blauen Flecken am Bein, was hast du denn gemacht? Dass es eine Narbe war, wusste halt keiner. Und so kann ich über dieses bunte Bild in das Gespräch kommen. Und es hat gleich was Positives. Mhm. Ihr habt euch auch, dein Mann und du, ihr habt euch sehr damit auseinandergesetzt, noch ein Kind zu bekommen. Ja. Habt euch sehr bewusst dafür entschieden. Ja. Eure Ehe ist leider auseinandergegangen, aber du hast noch einen Sohn bekommen. Genau. Wie heißt der? Samuel, genannt Sammy. Wie war das denn, nochmal schwanger zu werden? Es war also eine Berg- und Talfahrt. Auch da hat mich Gott unheimlich durchgetragen, weil wir haben relativ schnell entschieden, dass wir uns unvollständig fühlen und haben ein halbes Jahr nach dem Unfall eigentlich schon angefangen, darüber nachzudenken, wieder noch mal ein Kind zu bekommen. Mhm. Und es hat einfach nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Wir haben alles Mögliche probiert. Und dann war irgendwann die Entscheidung, wenn der Abstand zu groß wird zwischen den Kindern, dann sind es im Grunde Einzelkinder und dann möchten wir nicht mehr. Also haben wir uns Beratung über ein Fertility Center geholt. Mhm. Und da hat dann direkt, also ich habe dann eine Untersuchung gemacht und es sind ein paar Sachen rausgekommen, die das auch beunstigt haben. Und dann haben die gesagt, okay, als ersten Schritt würden wir jetzt eine Hormonbehandlung machen und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Und dann hat es sofort geklappt. Mhm. Und dieser Glücksmoment zu wissen, da wächst wieder Leben in mir und es kommt wieder ein Kind, ohne erstmal zu wissen, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Ja. Das war unheimlich toll. Das war schön. Gleichzeitig aber auch total Angst. Werde ich anfangen, das Kind mit Matteo zu vergleichen? Wird da eine Angst sein um das Leben, ne? Ja. Und gleichzeitig hat diese Nachricht, dass es geklappt hat, meinen Mann damals auch in eine Krise geschmissen und die dann auch letztlich zur Trennung führte, ein Jahr später, als Sammy gerade 3 Monate alt war. Mhm. Also es war wirklich ein buntes Potpourri von allem, von Trauer, von Wut, von Freude, von Angst. Es war alles dabei. Und ich kann aber heute im Rückblick sagen, es gehörte alles dazu und es war gut so. Okay. Und Sammy ist ein ganz großer Segen. Also ich möchte ihn einfach nicht missen. Und eine ganz zentrale Frage, die mir manchmal Leute stellen und die ich von ganzem Herzen beantworten kann, manchmal werde ich gefragt, ob ich die Zeit zurückdrehen würde, wenn ich könnte. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, nein. Denn dann hätte ich Sammy heute nicht. Ich wüsste nicht, wie es wäre. Und viele Leute sagen dann, vielleicht hättest du ihn ja trotzdem. Aber ich glaube nicht, weil wir immer nur 2 Kinder wollten. Und das heißt, ich darf so diese 5 Jahre mit Matteo, die ich hatte, die darf ich in Erinnerung behalten. Und ich weiß, dass ich ihn eines Tages wiedersehen werde. Ich weiß, dass er jetzt bei Jesus einfach gut aufgehoben ist und dass er nie wieder leiden muss unter irgendwas. Und ich weiß aber auch, dass ich jetzt Sammy bei mir habe und ihm zusehen darf, wie er aufwächst. Und das ist ein Riesensegen, über den ich so dankbar bin. Und hast du das Gefühl, ich ahne es schon, hast du es geschafft, diese Angst zu überwinden, dass Samuel sein darf? Ja. Mhm. Als ich an dem Tag, an dem ich bei meiner Frauenärztin mitbekommen habe, dass es ein Junge wird, bin ich auf dem Rückweg rechts rangefahren. Ich habe bitterlich geweint. Ich hatte total Angst, alle Erwartungen, alles, was ich an Matteo hatte, auf ihn zu projizieren. Das hat aber nie stattgefunden, da hat mich Gott so vorbewahrt. Also natürlich, automatisch macht man das immer. Also es ist irgendwie immer so, dass man Kinder ja auch, ich glaube, alle Eltern kennen das, dass man Kinder auch miteinander vergleicht. Also die hat aber und er hat und sie schläft durch und er will nicht. Und, ne, also es gibt ja einfach diese Sachen.
Und es ist aber tatsächlich so, das habe ich ganz früh gelernt, dass man, und wenn man das weiß, kann man das auch verhindern, dass man verstorbene Menschen auf so einen Sockel stellt. Ja. Man sieht immer nur das ganze Tolle und das ganze Positive. Und weil ich das wusste, konnte ich ihn von diesem Sockel auch runterholen. Und auch wirklich nicht nur das Gute, sondern auch das Schlechte sehen. Und das tue ich jetzt bei Sammy auch und ich vergleiche die beiden nicht. Mhm. Sammy hat ganz viel von Matteo, gerade was das Wesen angeht, ist er wirklich wie ein zweiter Matteo. Aber er ist auch ganz anders und er ist echt mein Goldschatz. Ich möchte keine meiner beiden Kinder missen. Ich liebe sie beide unfassbar. Und meine größte Angst ist, dass wirklich noch mal eins dieser beiden Kinder von mir geht. Das ist die einzige Angst, die ich im Leben habe. Sonst habe ich von nichts Angst seit diesem Unfall, wirklich. Marzia, ich danke dir, dass wir in dein Herz schauen dürfen. Von Herzen gerne. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen da eigentlich schon relativ gut ins nächste Thema. Sabine Rüdiger, es geht jetzt ums Gebet. Und gerade wenn man schwere Zeiten erlebt, die einen treibt es weg von Gott, die anderen treibt es hin, die fangen an zu beten, ne? Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Lass mal beten. Und ich habe schon gesagt, einfach weil es was bringt, ist der Untertitel. So, jetzt kommen wir aus so einem Thema raus, weil es was bringt. Was bringt es denn, das Beten? Ich glaube, das Beten sehr, sehr viel bringt. Mir bringt es vor allem erstmal dieses eine Gefühl oder diese Gewissheit, dass ich einfach in jede Situation meines Lebens getragen bin. Mhm. Ich weiß mich gehalten, ich weiß, dass jemand da ist, egal wo ich gerade bin, wie es mir gerade geht. Auch in meiner Einsamkeit sogar manchmal. Beten bringt mir Trost, es bringt Heilung in mein Leben hinein, es bringt mir aber auch Klarheit, was in meinem Leben gut läuft, was in meinem Leben nicht so gut läuft. Und ich kann ganz anders mit Gebet in den Tag hinein starten. Also heute früh zum Beispiel habe ich auch gebetet, weil ich wusste, dieser Tag wird irgendwie aufregend, der wird interessant und es ist war ein bisschen nervös und so. Und es hat mir sehr viel Ruhe einfach gegeben, weil ich weiß, dass Gott diese Wege mit mir geht und dass Gott auch durch diesen Tag mit mir hindurch geht. Mhm. Und was Beten auch bringt tatsächlich, ich bringe immer dieses Beispiel, wir wissen ganz oft nicht, was können wir noch für einen Menschen tun, eben zum Beispiel, wenn er krank ist, wenn irgendwas passiert ist und du sagst, boah, ich möchte diesem Menschen jetzt aber irgendwie helfen und ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Mhm. Und wenn ich bete, dann tue ich enorm viel für diesen Menschen und ich glaube, es passiert ganz, ganz viel im Untergrund, im Hintergrund, in irgendeiner geistlichen Atmosphäre, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Was wir eben nicht sehen, aber wo wir doch extrem viel tun können. Aber genau das ist oft so ein Punkt, wo auch ich manchmal strauchel und denke, jetzt habe ich für jemanden, der Krebs hat, wirklich lange und intensiv gebetet, aber er ist doch gestorben oder die Person. Und ich habe mich schon, ja, was hat es denn gebracht eigentlich? Ich weiß nicht, kennst du sowas? Ja, ich kenne sowas. Ich glaube, manchmal wissen wir nicht, was es bringt, tatsächlich. Ich weiß, dass Leute sagen, für die gebetet wurde, dass sie sagen, boah, ich habe mich durch euer Gebet so enorm getragen gefühlt. Es ist so gut zu wissen, dass ihr für mich gebetet habt. Ja. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, wir wissen nicht, was in Menschen passiert, wenn sie eben sterben, wenn sie ihre letzten Wege gehen. Und wenn sie vielleicht gehofft haben, dass sie heil werden und es doch nicht geworden sind. Aber wer weiß, ob nicht dadurch, durch unser Gebet, einfach ganz viel Frieden in sie hineingekommen ist, ganz viel Heilung. Dinge zwischen ihnen und Gott, die keiner von uns einfach weiß. Mhm. Und ich glaube, dafür bringt Gebet einfach enorm viel. Und für mich selber bringt es trotzdem aber auch dieses, boah, ich habe was getan, ich konnte was tun. Mhm. Auch wenn es scheinbar irgendwie nichts ist. Und es ist halt eine ganz schwierige Frage. Also wir sind da eigentlich bei dieser sogenannten Theodizee-Frage. Warum lässt Gott das zu? Warum ist er jetzt doch gestorben? Und wir verstehen es nicht. Aber Gott weiß, warum es passiert ist. Und Gott weiß, warum er genau das so zugelassen hat. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass er weiß, was für uns das Richtige ist. Das glauben wir manchmal nicht.
aber es eröffnen sich dadurch immer wieder neue Situationen. Das Problem, und das ist überhaupt kein leichtes Thema, ist, dass wir sagen, boah, jetzt haben wir was verloren und jetzt hat Gott da irgendwas gemacht und warum hat er das zugelassen und jetzt ist mein ganzes Leben verloren, so ungefähr. Und in diesen Situationen, wo sowas passiert ist, ist es voll verständlich, dass wir sowas glauben und denken. Und trotzdem ist dann das, was ich mir selber sagen muss, okay, wer weiß, was sich dadurch aber für eine Möglichkeit eröffnet hat. Vielleicht so ähnlich, wie es bei dir war mit dem Sammy. Mhm. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der Sammy nicht genau. da. Das ist genau so ein Punkt. Also durch Verluste, durch Türen, die sich schließen, können sich neue Türen öffnen. Und in dieses Denken muss man hineinfinden. Und das ist natürlich nicht leicht, ja. ganz klar. Ich finde zum Beispiel auch ganz oft, also ich kriege das gerade auch so über Social Media ganz viel mit, wenn Leute gerade an irgendwas erkrankt sind, sei es jetzt Corona oder haben Zahnschmerzen, was auch immer. Wenn ich denen nur aus ehrlichem Herzen, das tue ich auch, schreibe, oh Mann, ich nehme dich in meine Gebete mit auf, es berührt die Menschen auch. Also alternativ sagen viele, die halt nicht gläubig sind, ich drücke dir die Daumen. Aber ja. es ist was anderes. Ganz genau. Und ich kriege immer wieder das Feedback, dass Leute sagen, oh wow, das finde ich total schön. Ja. Oder das berührt mich jetzt. Ja. Oder oh, danke. Also es kommt nie Gegenwind. Ja. Wenn ich zu jemandem sage, ich bete für dich oder ihm das schreibe, habe ich noch nie eine negative Reaktion darauf bekommen. Genau. Ja. Gebet, was ist das denn? Ich ahne, dass das irgendwie mehr ist als das landläufige Denken so. Mhm. Was ist Gebet? Mhm. Gebet ist in erster Hinsicht ist es Beziehung. Das Beziehungleben. Beziehung Beten ist Gott. Sprechen. Mhm. Also nicht nur sprechen, auch hören, auch schweigen. Aber Beten bedeutet, Beziehung zu leben. Also ich kann Worte sprechen und kann sagen, wow, ich bitte um das und das und das. Und dann kann ich irgendwie in meiner eigenen Welt sein. Aber es ist was anderes, wenn ich mir dabei vorstelle, dass ich das zu einer Person sage, zu einer lebendigen Person. Zu jemandem, der das auch wirklich hört, der das annimmt. Und dort ist das Beziehung leben. Und es ist auch lieben, Gebet ist auch lieben. Gebet, es gibt viele Arten und Möglichkeiten, wie man betet. Man kann singen, man kann sprechen, man kann tanzen, man kann auch Gebet kreativ ausdrücken, mit Malen, mit Töpfern, mit Fotos machen, mit, weiß ich nicht, in der Natur sein und über Gottes Schöpfung staunen. Auch das kann eine Form von Gebet sein. Mhm. Das heißt, es muss nicht einfach nur immer dieses langweilige, jetzt sind wir da und beten mal sein. Mhm. Gebet ist viel, viel mehr. So ähnlich wie auch, wenn ich einen Mann oder eine Frau habe, dann ist ja auch unsere Beziehung besteht nicht nur darin, dass wir irgendwie nebeneinander sitzen und mal sagen, hallo, wie geht's dir heute? Es ist viel, viel mehr der Ausdruck. Der Ausdruck ist einfach viel, viel größer, viel, viel mehr. Mhm. Viel mehr und mehr. Machen wir es mal ganz praktisch. Wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Gebet habe, wie ich das gerne mal ausprobieren möchte, wie mache ich es denn ganz praktisch? Mhm. Hast du mal einen Tipp? Ich glaube, mein Tipp ist einfach, stell dir vor, Gott sitzt neben dir, Jesus sitzt neben dir, wie ein Freund neben dir sitzt. Mhm. Und erzähl ihm einfach gerade, wie es dir geht, was du machst, was du brauchst. Und das Schöne dabei ist, du kannst es in jeder Situation machen. Du kannst es machen, wenn es dir gut geht. Und wenn du sagst, boah, heute habe ich echt was echt Cooles erlebt und das freut mich. Und das muss ich dir jetzt erzählen, so wie du es deinem Papa oder deiner Mama auch erzählst oder so. Oder deinem Freund und sagst, hey, weißt du, heute ist echt was Cooles passiert. Und du kannst genauso das Gleiche machen, wenn du einfach schlecht drauf bist und sagst, weißt du was, Gott, das kotzt mich gerade einfach an. Ich habe gerade keinen Bock mehr. Das ist so blöd alles, das ist alles blöd gelaufen und ich kann einfach nicht mehr und warum hast du da eigentlich nichts gemacht? Also du kannst mit allen Emotionen einfach so kommen zu ihm, wie du willst. Also ich muss da nicht so besonders heilige Worte und bestimmte Formeln oder sowas sprechen? Überhaupt nicht. Es gibt wahnsinnig viele Formen. Mhm. Es gibt natürlich auch Formen und das kommt aber auch darauf an, wo du gerade bist und was du gerade machst. Natürlich auch, wenn wir in der Kirche sitzen oder so, dann werde ich nicht anfangen zu schreien. Normalerweise zumindest nicht. Ja. Aber es kann sein, dass es sehr, sehr hingebungsvolle Momente gibt. Die gibt es in der Liebe zwischen
Partnern auch. Und es kann sein, wo es einfach sehr dynamische Momente gibt, wo man ganz anders ist. Und das Schöne aber ist, du kannst einfach immer sein, wie du bist. Und Gebet ist nicht an eine Form gebunden, aber es kann Situationen geben, wo es dir helfen kann, eine feste Form zu haben. Gerade in Situationen, wo man zum Beispiel nicht mehr beten kann, ist es gut, ein Vaterunser zu haben oder einfach nur zum Beispiel zu sagen, boah, Jesus, bitte hilf mir. Jesus, bitte hilf mir. Bitte, Jesus, hilf mir. Ich finde gerade keine Worte. Mhm. Jesus, bitte hilf mir. Mhm. Und mehr nicht. Und es braucht dann auch nicht mehr. Aber je authentischer Gebet ist, je mehr du dir selber bist im Gebet, desto tiefer ist die Beziehung zu Gott und desto tiefer bist du auch im Gebet drin. Ihr anderen auch, kennt ihr solche Situationen? Ihr seid alles gläubige Menschen. Kennt ihr solche Situationen, wo ihr nicht mehr beten konntet, wo euch auch nichts mehr eingefallen ist oder es einfach nicht, vielleicht auch nicht wolltet? Kennt ihr sowas? Also bei mir war es tatsächlich da im Krankenhausbett. Das war das einzige Mal, an das ich mich wirklich erinnere, wo ich in gewisser Weise sprachlos war und einfach nur gebetet habe, hilf mir. Also da musste ich gerade sehr dran denken, als du das gesagt hast, wirklich, Gott, mach, dass es irgendwie weitergeht. Zeig mir einen Weg, wie es weitergehen kann. Mhm. Ja. Bei mir, ich bin schon so aufgewachsen, dass ich wirklich so Gott so kennenlernen durfte, dass er jemand ist, der damit umgehen kann, mit meiner Menschlichkeit, mit meiner Wahrnehmung, die doch sehr beschränkt ist. Ich sehe ja nicht das ganze Bild. Und meine Vorwürfe an Gott kommen ja dann immer aus meiner sehr, sehr, sehr kleinen Welt. Und da denke ich mir manchmal, Gott muss schon denken, also Mark, was Mark jetzt da wieder? Er sieht wieder nur gerade das, was vor seinen Augen ist, aber er verpasst das große Ganze. Aber ich habe schon früh gelernt, da ist er super barmherzig mit mir. Ich kann wirklich ihm auch einfach aus meiner Perspektive die Dinge sagen, die für mich schwierig sind, und er kann locker damit umgehen. Wenn etwas für mich unlösbar, unmöglich ist, ich weiß nicht mehr ein und nicht mehr aus, dann überfordert das Gott nicht, sondern er kann sehr gut mit dem umgehen. Also was ich auch toll finde an Gebet ist, ich merke das gerade, für mich ist es eine Form wirklich von Kommunikation mit Gott in jeder Situation, egal wo ich bin und was ich gerade mache. Ich kann immer irgendwie mit ihm in Kommunikation treten. Und wenn man aber so feste Rituale hat, wie zum Beispiel abends beim ins Bett gehen, bete ich immer mit meinen beiden Kindern. Und ich glaube, das kennen viele Eltern, dass die jahrelang das immer wieder machen und es kommt irgendwie nichts von den Kindern. Und man denkt irgendwie, wofür mache ich das eigentlich? Bei manchen Kindern zumindest. Und meine Tochter hat jetzt angefangen, so herzzerreißend toll zu beten, wo ich merke, es ist was angekommen. Und das berührt mich wahnsinnig doll, wie ehrlich sie jetzt vor Gott auch ihre Anliegen vorbringt. Und vor allen Dingen auch, ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin so dankbar für alles, was ich habe, was ich erleben darf, was ich erreicht habe mit Gottes Hilfe, wie er mich beschenkt, wirklich alles. Ich spüre ihn so oft im Leben. Ich habe so oft diese Lollis von oben bekommen, von ihm, wie ich sie immer nenne, als Trost, also Situationen. So, ja. Ne? Und ich bringe diese Dankbarkeit jeden Abend im Gebet vor ihn und sage, wofür ich dankbar bin an dem Tag. Ich sage auch, was ich mir wünschen würde und wo ich ihn um Hilfe bitte. Aber ich sage auch immer, wofür ich dankbar bin. Danke, dass wir heute dies machen konnten und das erlebt. Und genau das fängt jetzt meine Tochter auch an. Und meine Tochter ist von ihrem Typ eher jemand, der eher fordert und eher das Negative sieht. Und es hat mich umso mehr berührt, dass ihre Gebete jetzt kommen, dass sie sagt, und danke, dass ich heute das machen konnte und danke, dass ich in Mathe eine 1 bekommen habe und dass das heute in der Schule so gut geht. Und das berührt mich total, dass diese Dankbarkeit sich so überträgt und dass es ihr einen anderen Teil öffnet von ihr. Also Gebet ist wirklich mehr als Kommunikation, es ist für einen selbst auch einfach so toll, finde ich. Bereichert so. Ja. Sabine, du betest schon auch schon lange, bist schon einen langen Weg gegangen, bist Gebetsprofi, sage ich jetzt mal. Nein. Aber wie hat sich denn dein Gebet verändert, wo man jetzt gerade hören, Kinder fangen schon an zu beten? Hat sich das bei dir verändert, die Art und Weise, wie du betest? Wie? Schon. Also es ist viel vielfältiger geworden und auch viel authentischer geworden. Also früher habe ich schon immer gesagt, ja, lieber Gott, mach das und das, dass das und das passiert und so. Und also es war sehr einseitig, sage ich mal auch. Also sehr auf, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Und inzwischen ist es manchmal auch ein
Bibel lesen zum Beispiel, ein Wort Gottes meditieren. Es ist ganz viel ein Hören geworden. Hörst du was? Mhm. Wie? Schon. Also bei mir ist es ganz oft sowieso eine innere Stimme. Also ich musste Gott ganz oft zuhören lernen, sozusagen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber bei mir ist es wie so eine innere Stimme, dass Gott zu mir spricht. Manchmal sind es aber auch wie so Bilder, die plötzlich in meinen Kopf reinkommen, durch die Gott mir etwas sagen möchte. Aber ich höre Gott auch, wenn andere Menschen mir zum Beispiel etwas sagen. Dadurch kann ich seine Stimme sozusagen hören oder das, was er mir sagt. Manchmal ist es ein Buch, manchmal ist es ein Lied, manchmal ist es etwas, was ich im Internet sehe. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Sprachen, wie Gott zu mir sprechen kann. Und trotzdem ist es aber auch ein sehr inniges Gebet geworden. Also es ist nicht mehr einfach nur, ich muss tun, sondern ich darf einfach mal sein. Ich muss nicht in einen Aktionismus verfallen, sondern ich kann einfach mal nur da sein. Ich kann auch mit ihr ein Bier trinken gehen. Ja, und dann erzähle ich ihm einfach ein bisschen was aus meinem Leben und dann schaue ich, ob er mir was erzählt. Oder ich gehe mit ihm spazieren, das mache ich ganz oft. Mhm. Immer wieder, dass ich dann einfach irgendwann anfange, mit ihm zu reden. Und was ich auch tue, dass ich also es gibt so ein bisschen dieses Bild vom inneren Garten. Ja. Und ich habe aber auch in mir so dieses Bild vom inneren Haus. Das liegt mir fast noch mehr. Okay. Weil in diesem Haus, da gibt es dann einen Keller und dann gibt es ein Wohnzimmer, dann gibt es auch es gibt einen Ort, das ist so eigentlich der heiligste Raum. Dort kommt niemand rein, außer er und ich. Mhm. Das ist, also in mein inneres Haus können schon mal Leute reinkommen auch oder einen Blick reinwerfen. Aber es gibt einen Ort, wo nur er und ich sind. Und der gehört uns ganz alleine. Da hat niemand anderes Zutritt. Und den stellst du dir richtig räumlich vor, was auch immer da drin ist. Okay. Ja, richtig. Mhm. Den stell ich mir innerlich vor, ja. Und dann gehst du da rein und redest dann mit Gott. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und das sind sehr, sehr schöne Momente. Sie sind gar nicht so ganz oft, weil es ist auch ein besonderer Ort. Aber wenn er da ist, dann ist es eigentlich die schönste Zeit, die ich haben kann. Da brauche ich nichts anderes. Und da ist mir alles andere auch egal. Es ist vielleicht ein kleiner Vorgeschmack vom Himmel, kann man sagen. Aber ich muss sagen, gerade wenn man vielleicht auch nicht so geübt ist mit Beten oder manchmal kommt mir auch so dieser Gedanke, Mann, ist das nicht alles nur Fantasie? Stelle ich mir das alles nicht nur vor? Ist das wirklich ein Gegenüber oder ist das nicht nur ein imaginärer Freund? Entschuldigung. Also ein Freund von mir hat gesagt, dass ich eine Sehnsucht nach etwas Größerem oder nach Gott habe, das ist für mich der größte Beweis, dass es Gott gibt. Und dass wir überhaupt denken können, dass es irgendwie sowas wie Gott gibt. Das ist ein großer Beweis, dass es Gott gibt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die Gott auf so unterschiedliche Weise kennengelernt haben. Und jeder hat auch eine ganz individuelle Sprache, um mit Gott zu reden. Die muss man ein bisschen rausfinden. Mhm. Muss man rausfinden. Und ja, es gab in meinem Leben auch diese Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, ist das jetzt alles nur irgendwie irgendwas? Also ist das nur, also spinne ich mir da irgendwas zusammen oder ist das irgendwie nur so ein Ding, um irgendwie durchs Leben zu kommen? Mhm. Aber dadurch, dass ich ihn selber erlebt habe, dass ich ihn erfahren habe in meinem Leben, dass ich ihn spüren durfte, dass ich etwas gespürt habe, was ich bei keinem anderen Menschen oder in keiner Situation gespürt habe. Mhm. Oder auch nicht ausgelöst worden ist durch irgendeinen Menschen. Das macht mich sehr sicher, dass es einfach Gott gibt. Ja. Sabine, wir machen was wir noch nie, glaube ich, gemacht haben. Würdest du einfach mal beten für unsere Zuschauer? Vielleicht? Sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Mhm. Genau. Ja, sehr gerne. Mach einfach mal. Das tue ich. Guter Gott, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der diese Sendung sieht, der diese Sendung jemals sehen wird. Ich möchte dich bitten, Herr, für jeden einzelnen Menschen, dass du ihn berührst, dass du ihm zeigst, dass es dich gibt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem einzelnen Menschen und Erlebnisse schenkst, wo sie erfahren können, dass es einfach mehr gibt als diese Welt, dass es mehr gibt als dieses Leben, dass es
eine Hoffnung ist, die größer ist als das, was die Welt zu bieten hat. Möchte ich bitten für uns, für jeden Einzelnen, dass du uns immer mehr zeigst, wer du bist, aber dass du uns dadurch auch immer mehr zeigst, wer wir selber sind. Dass wir miteinander kommunizieren können, weil du Liebe bist, weil du Kommunikation bist, schon in dir. Möchte ich bitten für alle Menschen, die trauern, dass du sie tröstest, dass sie Trost erfahren, dass sie gehalten sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du einfach den Menschen dich darin vor allem zeigst, dass du Freude schenkst, dass du Liebe schenkst und dass du uns spüren lässt, dass wir gehalten sind, dass wir getragen sind und dass du da bist, vor allem in den Situationen, wo wir dich am meisten brauchen. Darum will ich dich bitten, Jesus, in deinem Namen. Amen. 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 Ich danke dir ganz herzlich, liebe Sabine. Ich danke dir, Marzia. Ich danke dir, Marc. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid, dass ihr diese Runde hier bereichert habt mit euren Geschichten. Dankeschön. Und schön, dass ihr auch dabei gewesen seid. ERF Yes ist noch so viel mehr. ERF Yes ist nicht nur Talkwerk, es gibt ein Radio, es gibt Podcasts, es gibt Filme. Schaut einfach mal vorbei. Auf erfyes.de findet ihr eine ganze ERF Yes-Welt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.